Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch heute mal wieder ein wenig die Zeit für mich nimmt und bei dem jetzigen Conqueror Replay reinsieht. Ihr habt gesehen, Monster oder Monster Killer hat es er wohl aus Gründen des vorhandenen Nicknames weggelassen. Hat mir das hier Ganze eingeschickt. Karte ist Klippe. Standardgefecht und er ist hier Top-Tier. Also das ist natürlich schon immer sehr schön und ich weiß, jetzt kommen gleich wieder die Ersten, die sich dann im Kopf denken, ja, Top-Tier, da ist es ja nicht mehr so schwierig. Aber am Ende der Runde muss man es auch erstmal so spielen, wie er es hoffentlich spielen wird. Das darf man ja nie vergessen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich eine gute Runde ist. Das schaut geil aus. Aber wie gesagt, denkt euch auch immer dran, nur weil man Top-Tier ist, ist das nicht ein automatischer Top-Runden-Win, sondern auch den muss man erstmal immer einfangen. Ja, was hat er für Gegner? Auch das ist natürlich ein Thema. AMX 50, 120, der kann schon ein bisschen was. E50, unglaublich unangenehmer Gegner. Jagdtiger ebenfalls. IS-3, nie zu unterschätzen. Gut, CDC wird jetzt nicht so berühren. Das Objekt 460 auch nicht. Der Panther eher auch weniger. Ja, T4400 wieder nicht zu unterschätzen. Oh. Ah, da hat er jetzt ein bisschen gezögert. Gut, Ferdinand, Rheinmetall, Scorpion G und auch den AMX. Das sind schon Dinger. Die sind schon eher unangenehmer, aber jetzt hat er den CDC dann doch schön bekommen und gibt ihm gleich eine satte Schelle. Die hat dann gleich wieder Spaß gemacht. Aber ich sehe da beim Gegner schon vieles Unangenehmes gegen ihn. Was aber schön ist, dass der Gegner keine Arti hat. So wie sein Team natürlich auch, aber oh, guter Treffer. Weil das ist natürlich immer schon was, wo einem hier, gerade auf der Karte, sehr, sehr, sehr gegenspielen kann. Hier aber alles gut, ohne Arti, kein Thema. Und er bespielt und bespaßt. Kennt ihr das, wenn ihr zwei Wörter zu einem macht? Also er bespießt, wollte ich jetzt sagen. Hier die Mitte. Da hat er seinen Spaß, um es da noch irgendwo einzubauen. Kann hier gut mit dem Turm und der Gun Depression wahrscheinlich arbeiten. Da vorne hat er jetzt keinen Gegner. Deswegen nimmt er sich jetzt den T4400. Schöner Treffer auf ihn. So, der guckt hier noch ein bisschen, aber dann doch nicht. Scorpion G, da muss er aufpassen. Der Rheinmetall hat ihn da auch schon auf dem Kicker gehabt, aber Gott sei Dank abgeprallt. Oh, der macht es hier schön gegen den Scorpion. Kurz mal rausgelurrt. Dementsprechender Treffer und dann war es das schon. Den kriegt er jetzt nicht mehr, aber vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht sieht er auch irgendwo den Rheinmetall ja noch. Der muss ja da auch irgendwo aufbloppen. Oh, jetzt pushen die Gegner hier rum. Oh, schön aus der Hüfte geschossen. Super gemacht. Jetzt wird er in den Stein gekuschelt. Also er spielt das sehr, sehr gut runter. Fällt mir richtig, richtig gut. Auch jetzt hier sehr gut auf den E50. Hier die 2-9er da. Aber da lässt er sich nicht aus dem Konzept bringen. Fahrt auch nicht zu weit hinter, dass er auf einmal plötzlich eben von hinter dem Stein getroffen wird. Oh ja. Ja, also er hat einen guten Blick. Da kann man es nicht anders sagen. Der E50 traut sich jetzt hier nicht raus, weil er schon weiß, der AMX 50 120 hat sich ebenfalls schon zurückgezogen. Jetzt kann er sich auch wieder hier ein bisschen den anderen Jungs und Mädels widmen. Das war ein relativ geringer Roll auf das Objekt. Hätte noch ein bisschen höher gern ausfallen dürfen. Schade. Da hat er den Kill nicht bekommen. Der Blindshot selber war schön gedacht. Jetzt geht er hier ein bisschen zum Angriff gegen den E50. Jetzt gibt es ein schönes, feines One-on-One. Und er wollte jetzt sagen, jetzt dürfte er ihn wegrammen. Auch wenn der E50 jetzt selber gut rammen kann. Aber bei der Hitpoints-Anzahl, da hat er da kein großes Problem. Schöner, schneller Treffer. 50, 120. Einen braucht er noch. Scheint im Reload zu sein. Beziehungsweise hat einfach den Turm sehr, sehr falsch gehabt für ihn in dem Augenblick. Dementsprechend konnte der 50, 120 noch einen T54 zwar rausnehmen. Aber er hat es dann abgeschlossen, was er begonnen hatte. Ich muss sagen, bis dato ist es eins der sehr, sehr guten Replays, die ich so in den letzten Tagen kommentieren durfte, weil der wirklich meines Erachtens bis dato
keinen Fehler gemacht hat. Also, wenn man mal nicht trifft, das ist halt auch mal ein bisschen Pech. Aber bis dato spielt er das sehr, sehr, sehr gut. Auch hier das Aiming schön direkt oben auf dem Turm drauf. Oh, Jagdtiger. So, der Jagdtiger nimmt da den KV3 raus. Hat er jetzt hier in dem Fall das Glück, dass der Jagdtiger sich nicht auf ihn konzentriert hat. Jetzt muss er da aufpassen, weil von vorne droht er immer noch Ungemach von dem AMX. Genau der, der gerade beschossen hat, aber er hat das schön auf den ES3 gewirkt. Also, macht er super gut. Auch hier den Jagdtiger jetzt. Jetzt kriegt er hier viele Abpraller. Zack, weg mit dem. Und den Ferdinand, auch den nimmt er raus. Super Runde. 5 Kills schon. Einen noch für seinen Krieger. Ach, und auch da ist der Ferdinand raus. So, jetzt hat er seine komplett normalen Granaten leer geschossen. Das heißt, jetzt geht es mit Premium weiter. Aber da hat er eh gerade die richtigen Gegner gegen sich. Die Kette ist gerade noch kaputt gewesen. Dementsprechend hat er hier den Schuss bekommen. Aber er hat auch schön gewackelt. Hat man gut gesehen mit dem Turm. Klappt halt nicht immer. Der Jagdtiger hat jetzt einen recht satten Treffer gemacht. Der Panther von vorne prallt aber ab. Und jetzt hier hat der Jagdtiger aber keine Chance mehr. Der Panther schießt jetzt schon mit HE-Granaten. Und er wackelt immer schön weiter mit dem Türmchen. Ja, der Panther bleibt jetzt bei HE. Aber jetzt hat er gleich die Kette wieder repariert. So, jetzt zieht er sich da ein bisschen zurück, dass der IS-3 da kommen muss. Muss ich auch sagen, sehr clever. Ich persönlich wäre jetzt wahrscheinlich mit aller Gewalt draufgefahren und hätte hier versucht, irgendwas zu reißen. Macht er jetzt aber nicht, sondern er winkelt hier dementsprechend an und versucht da anders an den Gegner ranzukommen. Und nimmt den jetzt endlich auch raus. Super, wirklich grandios. Spielt er super runter. 7. Kill und die Radley Walters, wenn er die bekommen würde, hätte er sich sehr verdient, denn ich muss sagen, das ist eins der wirklich sehr, sehr, sehr guten Replays, die ich in letzter Zeit kommentiert habe. Und vom Spielerischen her für mich ganz klar auch ein Replay of the Week eigentlich. Wenn ich nicht für heute eins gebraucht hätte, würde ich das zum inoffiziellen Replay of the Week auf jeden Fall gehören, sage ich es mal so. So, der Panther, der geht leider nicht auf. Der Rheinmetall, der wurde jetzt rausgeschossen. Das heißt jetzt 4 gegen 5 gegen einen. Da hat der Panther jetzt ganz schlechte Chancen. Aber er hat auch nicht mehr viele Hitpoints. Also er muss natürlich aufpassen, dass er da jetzt nicht noch zum Schluss rausgenommen wird. Oh, da hat er auch nochmal durchschlagen. Das heißt, jetzt mit dem nächsten Schuss ist er raus. Aber auch der Panther wird es natürlich ganz klar da immer beschädigt. So, jetzt ist er recht low. Das heißt, den nächsten Schuss muss er machen für die Radley Walters. Der kommt ja sogar in seine Richtung. Sehr, sehr schön. Der andere ist abgeprallt und er nimmt die Radley Walters mit nach Hause. Und das ist absolut verdient. Und ich muss sagen, wie gesagt, ein ganz klares, inoffizielles Replay of the Week küre ich hiermit. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Mir hat es gut gefallen und ich weiß, ja, er war Top-Tier, aber ich denke, in dem Fall hat er es als Top-Tier bestens gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.